Servus miteinander und willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Vanillacraft. Vanilla Minecraft natürlich. In der 1.18.1, immer noch im zweiten Teil von Cave and Cliffs. Und ja, mit einem neuen Texture Pack. Ich probiere jetzt mal das Texture Pack. Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Oh Wunder. Stevens Traditional. Traditional, also Stevens Traditionales Texture Pack. Also von der Aufmachung gefällt es mir schon, dieser Rotstich, der hier entsteht, weil man hier im Nether ist. Das gefällt mir schon mal, aber das ist auch wahrscheinlich dank des Shaders noch mit dabei. Bevor ich richtig loslege, möchte ich mal ein klein wenig auf einen Kommentar eingehen, der ein unter meiner Minecraft-Let's Plays geschrieben wurde. Da war ja die Aussage, dass das Vanilla, das Standard-Minecraft ausgeliefert wäre, beziehungsweise wahrscheinlich soll das ein anderer Ausdruck gewesen sein, von wegen ausgelutscht, langweilig, nichts mehr Neues. Da habe ich ja schon geschrieben, das sehe ich, dass ich das nicht so anders... Dass ich das nicht so sehe, weil durch dieses Cave and Cliffs Update sind ja 10 verschiedene neue Berge hinzugekommen, 10 verschiedene Unterbiome, 10 neue Lieder, die man finden kann. Und hier sind ja auch neue Lieder eingespeist. Ich glaube, ich habe die Musik aber hier ausgemacht. Die machen wir jetzt einfach mal auf 10%. Und es gibt ja auch die Höhen. Die sind ja auch überarbeitet worden. Sprich, es gibt zu einem diese Tropfsteinhöhen. Und dann zu anderen noch diese überwucherten Höhen, also Leafshöhlen. Und die haben wir ja noch nicht gesehen und noch nicht entdeckt. Was wir uns hier jetzt erstmal kundgeben und knallhart durchgeben, ist der Nether. Weil den möchte ich ja ein bisschen noch mit euch erkunden. Also soweit ich es für nötig halte. Und wir sind jetzt auch gerade erstmal dabei, hier eine Bude zu bauen. Wie man sieht, dass wir einigermaßen sicher sind vor den Guests. Also quasi ein Rückzugsort. Und den werden wir jetzt auch weiterhin ausbauen. Ich sage schon mal voraus, wen dieses Let's Play von den Standard- oder von den Vanilla-Minecraft, so wie ich es gerne nenne, nicht gefällt. Ich habe noch ein Mine-Colonies-Modpack-Let's Play und ein Eis, also beziehungsweise die Ebenen von Muspelheim, die man sich ebenfalls anschauen kann. Werde ich beide Playlisten verlinken. Und wir wollten ja hier das Ganze hier noch ein bisschen erweitern, die Festung. Weil ich brauche ja auch eine Werkstatt, einen Wohnbereich, in dem ich was zum Essen machen kann und so. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter vorbereiten. Und wir müssen halt auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier die Zombie-Picks nicht angreifen, weil hier sind eine Menge Zombie-Picks. Ich habe jetzt auch beschlossen, den Boden hier noch ein bisschen zu erweitern. Ich muss aber aufpassen, nicht, dass ich hier einen Abgrund erwische und in die Tiefe segle. Weil das kann durchaus passieren. Ich mache hier ab und zu mal ein paar Fackeln rein. Weil durch den Shader wird das Ganze natürlich noch ein bisschen düsterer gehalten. Und YouTube macht das Ganze natürlich noch düsterer. Es soll nicht böse gemeint sein, es soll jetzt auch keine Bloßstellung sein. Oder ähnliches, aber wenn ich schon eine Kritik bekomme, dann denke ich mal, habe ich als Besitzer des Kanals auch ein Recht, darauf auf den Kommentar einzugehen. Ich habe jetzt das Einzige, was ich netterweise jetzt ausgelassen habe, ist, wie derjenige sich in YouTube genannt hat. Achtung, Guest wieder. Okay, diesmal habe ich den nicht erwischt. Den müssen wir erledigen, sonst macht er uns Probleme.
So, jetzt haben wir ausnahmsweise mal die Träne erwischt. Die Gasträne, die ist nämlich ein Alchemie-Rezept. Also eine Alchemie-Zutat. Ja, die spawnen hier überall, die Zombie-Picks. Ich habe halt immer noch leicht die Befürchtung, dass ich die halt wirklich auslöschen muss. Weil die stören gerade ziemlich gewaltig. Boah, ich sag ja Abgrund. Ich sage mal so, Geschmäcker sind verschieden und man kann es als YouTuber nicht jedem recht machen. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Man kann mir natürlich auch gerne Vorschläge, Tipps und Kritik äußern. Man sollte aber dabei bedenken, dass man diese Kritik, diesen Vorschlag, ja, nicht als Befehl rausposaunt. Das wäre mir halt mega wichtig. Weil ich bin mir da durchaus sicher, dass jeder YouTuber auf Vorschläge oder Kritik allergisch reagiert, wenn er sich liest wie ein Befehl oder wie du musst das jetzt machen. Oder so, du hast jetzt das so zu spielen und nicht anders. So ähnlich, so als kleines Beispiel. Auf solche Sätze reagiert der YouTuber, beziehungsweise reagiert jeder YouTuber gleich. Ja, ich habe gerade einen Zombie-Pigman den Abgrund runtergeschubst. Weil die auf Dauer echt nerven können. Oh, hast du jetzt Glück gehabt, Junge. Es wären echt viele hier. Seht ihr, hier sind 6 Stück, glaube ich. Auf dem Dach waren auch gerade 2. Da ist noch einer. In meiner Festung gammelt auch einer rum. Kann lustig sein, aber kann auch teil etwas nervig sein. Und da ist schon wieder irgendwo ein Guest. Ich hoffe, wir haben noch genügend Pfeile. 33 müssten eigentlich noch reichen. Beleuchte das Ganze hier mal ein bisschen mehr. Damit ihr es hier nicht so dunkel habt. Will ich das Gold jetzt klauen, würden sie mich angreifen. Definitiv.
Ich weiß nicht, ob ich es mit allen aufnehmen könnte, also mit denen da. Oder ob sich die lebendigen Pikmin dann mit einem einmischen würden, wenn ich ihre Toten quasi belästige. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Im Großen und Ganzen könnten wir das jetzt hier erweitern. Ja, jetzt werden es doch ein bisschen viel Nidareck. Ich glaube, wir schmeißen jetzt das hier noch mit rein. Und nehmen das jetzt erstmal mit in die richtige Welt. Dass wir das schon mal weggelagert haben. Komm, dann nehmen wir das hier auch noch mit. Dann auf wieder in die richtige Welt. Oh, FPS-Einbruch. Hilfe. Nein, das wollte ich nicht. Ja klar, jetzt muss erstmal alles wieder laden. Hey, ich habe doch jetzt hier Netherrack verloren, oder? Die nach der Zeit kaputt, oder? Ja, ich habe jetzt einen kaputt gemacht, aus Versehen, wie es ausschaut. Wie es ausschaut. Ja, hier brennt es hier noch schön. Was ist das denn? Es ist wahrscheinlich nur Deko, oder? Das ist definitiv nur Deko. Ah, hier kann ich schon mal nachschüren. So, und den Rest, den lagere ich erstmal. Mobblut, Baumaterial, Glas. Haben wir hier noch? Holzmaterial, Brote. Wahrscheinlich haben wir das da reingeschmissen. Ne, das Essen. Baumaterial. Ja, wir schmeißen es mal zu Baumaterial rein. Glaube ich, keine so dumme Idee. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, dann hier. Zack, 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 zack. Dann haben wir das hier drin. Und die Gasträne. Alchemie habe ich ja noch nichts hier, oder? Ja, schmeißen wir uns mal zum Mob-Loot rein. So, dann haben wir das. Beide habe ich noch 33. Was wir uns noch machen müssen dringend, ist, sind Spitzhacken. Und zwar wieder 4 Stück an der Zahl. War schön aufgereiht natürlich. Was denn sonst? Dann machen wir mal Folgendes dann. Zack. Aber das Head könnte locker für zu einer Mod gehören, so das Bild. Hier wird ja immer noch Stein gebraten. Nicht gut. Wir haben aber noch ein bisschen drüben. Wir können aber das dann gleich rausfischen. Das würde ich aber gern hier reinschmeißen. Also so extra gelagert, versteht ihr? Ja, komm, dann nehmen wir das hier. Das hier. Gut. So trifft sich das echt gut. Dann haben wir wieder Grund für die Steinsäge.
So, dann haben wir wieder ein bisschen mehr. Und dann gehen wir auch wieder sofort in die Nähte. Mich wundert es, dass da noch kein Zombie-Pick da rüberkommen ist. Normalerweise müssten die auch per Zufall einfach mal da rüber latschen. Alter, die häufen sich ja hier zu Massen, ey. Als würden sie planen, zu sagen, hey, wir können da jetzt in die andere Welt, wir können die Welt erobern. So ungefähr kommt das mir vor gerade. Einmal habe ich getroffen. Ja, und da war sie. War der Gas weg. So, wir wollen ja das Ganze hier ein bisschen erweitern. Das heißt, wir könnten natürlich jetzt so machen. Ne, so wollte ich es nicht haben. So. Bis hierhin, obwohl doch keine so dumme Idee. So, und dann müssen wir das Ganze natürlich auch so, 1, 2, 3. Erweitern wir das Ganze ganz schön. Jetzt sind wir dann natürlich ein bisschen zu weit gegangen, aber ist nicht schlimm, ist auch gar nicht mal so verkehrt. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir bis hier und dann gehen wir hier weiter. Ja gut, können wir eigentlich so machen. Ich meine, Hauptsache, wir können nach draußen gucken. Lass die Fackel hier nochmal weichen. Den machen wir jetzt bis hierher. Was dieses Geplubbere eigentlich bedeuten soll im Hintergrund, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach dieser. Ich glaube, das ist einfach nur dieser Grundsound, den man da hört immer. Im Nether. Alles schön hier ausbauen. Jetzt brauchen wir wieder Steinziegel. Ich glaube, da hatten wir noch welche hier drin. Hier einmal 7 und hier einmal noch ein ganzer Stack. Aber ich glaube, dass die Zombie-Pigments früher auch, wie gesagt, die normalen Pigments waren. Bloß, dass sie versucht haben, ins Landes bei uns reinzukommen. Und dadurch sind sie halt so diesen Zombie-Picks geworden. Sagen wir so, die Zombie-Picks sind genauso wie die Traugr in Skyrim. Ehemalige Krieger. Verdammt, jetzt da in Untoten-Dasein zu vegetieren. Da oben ist nur zum Beispiel so ein normales Kiddy. Das machen wir auch nochmal wieder so hoch. So, jetzt haben wir keine Steinziegel mehr. Gut. Das heißt, wir können jetzt mal in der Zeit ins Land der Lebenden zurückkehren. Ich meine, für viele Minecraft-Spieler ist der Nether die Hölle. Und jetzt brauchen wir erstmal wieder Steinziegel, damit wir überhaupt dort weiterbauen können. So, ich würde aber mal sagen, wir machen
Erstmal hier ein bisschen weiter. Weil hier, wir wollten ja den Axolotl noch ein besseres Planschbecken bieten. Das heißt, wir brauchen Bruchsteinmauern. Ich glaube nicht, dass wir hier welche haben. Wir haben hier Bruchstein. Das können wir mal rausnehmen dafür. Da ist auch mal nochmal Bruchstein. Das hat hier gar nichts zu suchen eigentlich. So, schauen wir, ob wir noch hier irgendwelche Mauern haben. Bruchsteinmaterial. Da haben wir noch ein paar Mauern. Die nehmen wir mit. Mal sehen, ob sie ausreichen. Wenn nicht, dann werden wir noch ein bisschen was rumbasteln an den Planschbecken. Wir wollten das auf jeden Fall gerade haben, aber da ist mir aber sowas eingefallen. 3, 4 und dann machen wir die Mauern erstmal bis hier hin. Kann ich noch drauf hüpfen? Jo, kann ich. Dann können wir erstmal das hier wegmachen und das hier wegmachen. Damit die nicht auf die Idee kommen, auszubüchsen, die Axolotl, obwohl ich glaube, das würden die sowieso nicht machen. Weil die planschen da lieber im Wasser rum, als dass sie versuchen, hier irgendwie auszubrechen. Kann ich jetzt hier wieder das rauslassen? Wie viele haben wir denn von da, also vom Torbalken bis dahinter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kommt Block. Okay, die anderen müssen ja auch mal weg. Die stören gerade ein bisschen. Dass wir das Ganze mal anpassen. Versteht ihr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier müsste eigentlich der Fall rein. Das nicht ein bisschen, ja doch, das wird ein bisschen zu eng, glaube ich. Das wird doch ein bisschen zu eng. Machen wir es halt anders. Wenn wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist dann ist das hier zu viel. Dann müssen wir das Ganze mal anders machen. Haben wir eine Axt dabei? Natürlich haben wir keine Axt dabei. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Dann, ich habe nicht, doch eine Steinaxt kann ich machen. Dann haue ich hier einfach meine Werkbank hin. Mache eine Steinaxt. Dann kloppe ich das Tor mal weg. Die zwei Fackeln auch. Mache die Mauern erstmal dicht. Und gehe jetzt erstmal pennen, weil es gerade Nacht wird oder Nacht geworden ist. Doppelbett, Doppelherz. So, jetzt will ich mal schauen, wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 eigentlich. Ja, okay. Das muss nun mal weg. Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Machen wir mal 19 und da haben wir da im Fall hin, da habe ich 4 Blöcke gemacht. 1, 2, 3, 4. Dann die schon mal eine Wand dahinter.
Wenn es da dahin geht. Da wieder ein Pfahl hin. 1, 2, 3, 4. Und hier auch noch eine Wand. Überhüpfen kann ich schon noch, oder? Ja. Da brauchen wir mal die Diamantspitzhacke, die ist wie sowas hinüber. So, von der Form her gefällt es mir schon. Du kommst hier auch nochmal weg. Dann wird hier die Mauer geschlossen. So, dann haben wir die Mauer hier geschlossen. Das gefällt mir noch nicht so wirklich. Jetzt bis hierher machen. Ich hoffe, die büchsen jetzt nicht aus. 1, 2, 3, 4. Ja, die Hühner sind ziemlich laut, aber das sollen auch Hühner sein. Mir da nicht mehr rauf. Aber ich sag, geschafft, warte mal. Na komm jetzt. Jawoll! Hüpfen wir, komm, da hüpfen wir rein einfach jetzt. Haben wir jetzt ein schönes großes Bereich ausgebaut für die. Ich würde aber trotzdem sagen, dass hier dann ein Durchgang entstehen soll. Einmal hier. Das ist eine Mauer, oder? Ja, zwei Mauern. So. Zack. Dann haben wir das jetzt schon mal verändert. Dann steige ich mal mir selber aufs Dach. Ja, also die Form schaut schon mal besser aus. Da lasse ich mir noch was einfallen lassen. Bei jeweils dieser Säulen. Und den Rest, meine Freunde, wie das dann weitergeht mit dem Planschbecken der Axolotl und den Nether, seht ihr dann nachmittags. Und ja, diese Folge ging jetzt diesmal ausnahmsweise eine halbe Stunde. Ich habe mir einfach mal die volle Action Minecraft gegönnt und euch auch. Wenn ihr mich supporten wollt und natürlich das auch irgendwie zeigen wollt, dann schreibt doch einen Kommentar. Kann alles Mögliche sein. Kann eure Meinung zu der Folge sein. Kann eine Meinung zu mir sein. Kann eine Meinung zu dem sein, was ich gesagt habe in der Folge. Und ein Abo würde ich mich natürlich freuen und aktiviert doch die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und kleiner Tipp am Rande für euch Zuschauer, ein ganz, ganz guter Trend-Trip. Trendy-Tipp. Sich nicht nur auf meine Hauptseite von meinem YouTube-Channel fokussieren, sondern es gibt ja auch die Spalte Videos und Playlisten. Merkt euch das mal. Vielleicht fällt euch dann was auf.